Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal LieblingMLP. Wir schauen mit Star Wars Jedi Survivor. Im letzten Part haben wir den Jedi aus der High Republic befreit. Der ist allerdings zur dunklen Seite gewechselt, hat gegen uns gekämpft, musste aber am Ende fliehen und das konnte er auch mit Hilfe der Battlem Raiders. An der Stelle jetzt weiter, wünsche ich viel Spaß damit. Let's go! Tennelor sollte uns näher bringen. Aber es hat unseren Orden nur gespalten. Der Ort mag Alter. euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagan. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Oh Mann. Das ist echt cool. Weiß wie ein Vogel. Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Ob Grease und Boat inzwischen die Mantis repariert haben? Oh, was soll das gerade? Ein Wind? Ist das hier auch ein Wind dann? Nee. Ich freue mich echt, dass wir es so verkacken können, dass er dann einfach zu kurz fliegt. Ich schätze mal, wir sollen nach rechts, also werde ich erstmal ganz kurz nach links schauen. Okay, what the fuck, wo, was machen wir gerade? Tenalore ist real. Vielleicht ist es der letzte Winkel der Galaxis, der vor dem Imperium sicher ist. Ich wünschte, du hättest es auch sehen können. Ich weiß gerade absolut nicht, wo wir hier gerade langlaufen. Was war das? Samen. Jetzt brauchen wir einen Ort, um sie einzupflanzen. Da oben war doch irgendwas, oder? Hier ist doch so eine Plattform. Ah, dann erlernen wir jetzt endlich diese Viecher zu zähmen. Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Okay, cool. Und die können jetzt wahrscheinlich diese Rampen hochlaufen. Alles klar, okay. So, was haben wir hier? Ich hab gesehen, ja, die können auch so springen. Okay, die können auch von hier oben aus natürlich gehen. Cool. Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Nice, wir können hier fighten. Aber keine Fähigkeiten. Alles klar. Jetzt ist die Frage, man kann doch irgendwie abspringen von den Dingen. Wie gehen wir runter? Okay. Alles klar. Und ich hab gesehen, man kann irgendwie, wenn man im Sprung. Oh ja, genau, dann können wir noch weiter hochspringen. Okay. Aber hier oben scheint nichts zu sein. Ah, und damit können wir jetzt hier hochlaufen. Die Frage ist, warte mal, ich wollte doch eigentlich. Warte, was macht sie denn hier? Du bist neu hier, oder? Ja. Dann weiß ich, wo du mal nachsehen solltest. Da ist dieser Typ, ein begeisterter Angler, hängt in seinem Skiff am Fuß des Berges rum. Er ist in der Nähe eines imperialen Lagers. Siehst du mal nach, ob er okay ist? Ja, kein Problem. Tausend Dank. Hä, das sind doch aber Sidequests. I don't know, ich find's nicht. Reiten wir los. So, hier wird die Reihe, genau. Den können wir in Domas Laden verkaufen. Okay, sonst gibt's hier nichts. Dann können wir zurücklaufen. Ist schon cool, wie diese springen. Erinnert mich so an diese AT-RTs in. Ah, oh, da können wir nicht hoch. Da müssen wir jetzt diesen Dings nutzen, genau. AT-RTs aus The Clone Wars. Kommen wir durch dieses Tor. Kommt eigentlich nicht hier irgendwie mit hoch? Der kommt bestimmt hier mit hoch.
Ja, okay, komm mit hoch, weil dann gehen wir jetzt damit hier hoch. Oh, wir können zweimal X drücken, um einen Supersprung auszuführen. Ah, das ist... Okay, ich bin da einfach immer abgestiegen. Alles klar, so funktioniert das eigentlich. Nice, da haben wir hier eine Kiste. Boah, was ist das denn? Für BD wahrscheinlich. Einbahnstraße. Ach, die ist verschlossen. Tja, aber vielleicht gehen wir mit dem Viech da drüber. Vielleicht hier so? Ja, okay, let's go. So, dann können wir das jetzt sogar mitnehmen. Oder? Hoffentlich. Danke, mein Freund. Ja, die Tür ist extra so groß. Let's go. Sind das alles solche, die wir zähmen können, oder sind das... Nee. So, okay, das zum Beispiel geht schon mal nur mit diesem Viech. Boah, Alter, hey, nee, what the fuck, das geht gar nicht. Nee, keine Chance, da gehen wir im Leben nicht hoch. Was ist das, ein Seil? Ruhig, Neko. Da machen wir jetzt hier unten drunter. Okay, nice. So, wofür das Ganze? Ah, hier ist so ein Vogel. Okay, bevor wir jetzt losfliegen, wo wollen wir überhaupt hin? Da drüben müssen wir anscheinend auch noch rüberkommen. Ansonsten bringt uns der Vogel halt da rein. Oh Mann, ey, ich hoffe, das ist kein Fehler, wenn jetzt da rechts fliegt. Aber das ist halt ungefähr auf der gleichen Höhe wie das hier. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Ah, hier kommen wir auch so hin. Oh, war das knapp. Okay, let's go. Ey, wieder der Marei, schau, die find's so lustig. Okay, diese Frisur war wieder absolut hässlich. Dann werde ich jetzt mal versuchen, da auf der Seite reinzufliegen. Okay, das reicht sie absolut nicht aus von der Reichweite. Aber egal, wir bringen uns auf jeden Fall wieder runter. Dann versuchen wir jetzt mit dem Viech hier hoch zum Kämmer, wenn es klappt. Los! Boah, das kann richtig knapp sein. Nee, das klappt nicht. Dann probier es nochmal mit diesem... So, mit dem hier. Vielleicht hat der genug Range. Also wir müssen da drüben hoch. Das war auch verdammt hoch. Vielleicht hätten wir es da... Nee, das ist ein Gebäude. Ich probier's einfach mal. Nee, niemals, ey. Der sinkt so schnell. Tja, das wird wohl nix. Es gibt nur die Macht. Decke wieder. Diese Gebäude sind uralt. Älter als alles, was wir bisher auf Kobor gesehen haben. Boah, das ist so knapp. Okay, hier wäre wieder so ein Wind. Wofür brauchen wir den? Ha. Ja, da würden wir jetzt erstmal hier schauen. Oh, das gibt eine Zipline. Zum Meditationspunkt, okay. Oh, neue Jacke, cool. Okay, so, die Sache ist, da unten kamen wir doch her, oder?
Also ist dieser Wind komplett useless für uns. Ich werde den jetzt mal nicht benutzen, sondern versuchen hier weiter hochzukommen. Okay, was der Wind erschwert ist, dass wir da rüberkämen. Okay, das ist überhaupt nichts, was nützlich sein soll. Boah, let's go, hat funktioniert. Oh mein Gott! Was verlangen die hier? Okay, fuck, ich bin nicht dumm. Oh, sehr gut, wir respawnen um. So, wir müssen doch safe hier einfach da oben drüber oder so, oder? Oder irgendwie unten. Nee, hä? Wie sollen wir das denn machen? Oh, egal, was soll ich hier droppen? Ha, ich bin verwirrt. Da waren wir ja schon. Soll ich jetzt hier? Das funktioniert doch im Leben nicht. Ich glaube, dafür brauchen wir den Dash am Ende. Safe können wir es jetzt eh noch gar nicht machen. Ja. So, von hier aus können wir da auf jeden Fall hoch und dann geht's hier. Das wäre so theoretisch ein Durchweg. Ja, ist aber mies unnötig, okay. Und hier auf der Rückseite hätte es dann irgendwas gegeben. Und ich bin natürlich runtergefallen. Oh, das ist die Mantis, let's go. Die Mantis wieder startklar. Komm schon, BD. Begrüßen wir Sie an der Landeplattform. Okay. Wir können jetzt hier dieses Gebiet zusammenschließen. Da geht's gerade so schon zu Mantis. Ich glaube, hier rechts wird es kleiner sein. Also schauen wir ganz kurz, was da los ist. Oh ja, da gehen wir jetzt zum Beispiel in diese Höhle rein. Alles klar. Da muss da jetzt richtig was Krasses drin sein, damit sich das gelohnt hat, ey. Ja, ein Bossfight, super. What? Okay, wir haben es trotzdem geschafft. Da können wir was fighten, jetzt erstmal den hier. Oh, nice. Oh, shit. Hey, der wird richtig lang geslowt. Bei dem Bossfight hat es nur für einen gereicht. Und sag mal, konnte ich das überhaupt verhindern, dass ich da den extra Damage kassiere? Weil wir hatten Zug bringt das. Und Schub haben wir schon rausgefunden. Das betäubt den so kleinen Zug. Oh Mann, ey, der macht so viel Schaden. Oh, Finisher. Geil. Okay, so ist jetzt noch irgendwas oder soll man da hinten raus? Okay, da ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Und wir können dann von hier aus fliegen. Nice. So, zuerst schauen wir mal kurz hier in diese Höhle. Schön. Da haben wir auf jeden Fall ein neues Item. Und damit würden wir wieder im Kreis laufen, oder? Ja. Okay, dann war's das hier. Jo, erstmal geradeaus. Jo, das Ding ist, diese Dinger sind eigentlich gar nicht so krass, ne? Die fliegen eh nicht so weit. Ich hab gehofft, es wären diese Reitviecher. Scheiße, jetzt muss ich laufen.
Okay, aber das ist zumindest auch ein neuer Weg. Ach du Kacke, was ist denn hier schon wieder? What? Wo sind wir hier? Was das wohl ist, Kumpel? Ja, echt so, Alter, was machen die hier? Ach du Kacke. So, erstmal hier ein Echo, vielleicht erfahren wir da, was das hier ist. Beeindruckend. Das ist also euer Königreich. Ich arbeite mit vielen begabten Wissenschaftlern. Niemand ist so talentiert wie ihr, Santari. Dennoch stecken wir in einer Sackgasse. Vielleicht bringt ihr mir das dringend erforderliche Glück. Gar nicht mal so schlecht für eine verlassene Anlage. Ich bin verwirrt. Was machen wir hier? Okay, es ist rot, also hier kämen wir gar nicht weiter. Alles klar. Dann ist das wohl für ein andermal. Dann können wir hier vermutlich gar nicht runterdroppen, ne? Da drüben. Oh mein Gott, das ist der Grift. Da drüben können wir aber runter. So, hier kommen doch bestimmt R3, ja? Ach, scheiß drauf, komm, wir springen einfach so dran. Und jetzt? Oh mein Gott, es hat funktioniert. Sag mal, was haben die mit dem Movement in dem Game gemacht? Das ist ein Jump'n'Run-Game geworden. Harmonie. Aha. So, alles klar, wir sind wieder oben. Okay, damit haben wir das hier auf jeden Fall erkundet. So, dann habe ich hier noch die Höhle. Okay. Für gar nichts. Ne, hier geht's weiter. Oh mein Gott, die Gockel! What the fuck? Was machen die hier alle? Ah, das ist wieder der Kugelfisch. Oh, das ist schon geil mit zwei Lichtschwertwürfen. Schade, dass der eine Gebet hat. Alter, das ist halt for real ein Kugelfisch. Der rollt sich einfach ein. What the fuck? Diese Tür hätte keine Chance gegen eine Rollmine. Aber wo finden wir hier eine? Oh, sag nicht, ich hätte diese Dinger am Leben lassen müssen. Ah, nee, Rollminen sind diese Dinger, die mich verfolgen. Wir könnten es auf jeden Fall jetzt schon schaffen. Wir müssten hier eine finden. Ey, wo zum Henker soll ich hier eine Rollmine herkriegen? Wahrscheinlich müssen wir die von irgendwo da anschleppen. Oh, so, jetzt bin ich gespannt. Können wir mit dem Ding hier gut fighten? Okay, wir springen aber direkt ab. So, warte mal. Ich möchte mal ausprobieren. Okay, gehen noch beide auf den. Oh shit. Nice. Okay, da kommt noch safe hoch. Okay, nice. Du hast ein ganz schönes Arsenal. Arsenal? Was? Warum du das Verlangen von Gaara? Lass dich nichts angehen. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Was hast du mit dem ganzen Zeug vor? Ich gebe Ravis als Geschenk. Großer Tribut, ja. Tribut? Du willst dich also den Raiders anschließen? Raiders anschließen, ja. Schluss mit Prospektieren. Niemand mehr sagen schwach zu Gaara. Viel Ruhm und Blut mit Ravis. Die Raiders sind gefährlich und treffen keine Abmachungen. Gefahr, hä? Gaara fressen Gefahr.
Gaara ein Leben für Reiz von Töten. Aber du, kein Killer. Du willst nicht zu den Raiders gehören. Gaara will nicht zu Raiders gehören. Die Raiders sind nicht verlässlich. Es ist zu gefährlich, mit ihnen zu verhandeln. Ja. Raiders ist nicht zu trauen. Zu gefährlich für Gaara. Nein, nein. Angebot gilt nicht mehr. Zu riskant. Schmuggelgut, hier. Du nehmen. Gaara nicht wollen. In Ordnung. Das ist ja so cool. Alter, mit Leute haben wir echt schon einige Kleidungsstücke. Soll ich hier noch ein Echo? Das ist alles ein großes Missverständnis. Wirklich, ihr müsst mich gehen lassen. Ach ja, warum sollten wir das tun? Ich kann euch nützlich sein. Ja, genau, was immer ihr wollt. Ich bin euer Frosch. Wir werden sehen. Der Boss sucht irgendwas. Ja, okay, ich bin drüber. Finde es oder wir finden dich. Und los, BD. Alles klar. Noch ein Echo. Und mit wer spricht hier die ganze Zeit? Alter, wie grau. Ach du Scheiße. Nein, das war nicht wirklich aus dem Zeug. Fuck! Und es hat wieder nichts gebracht, rein zu spammen. Oh Mann. Ist das Ding stärker oder bin ich immer nur mies kacke gerade? Sterbe, ach du Scheiße! Okay, ich kann die Dinge auch festhalten. Jetzt macht's Sinn. So, und jetzt, warte, gut zielen. Ach so, okay. Das ist dann hierfür wahrscheinlich, damit wir hier irgendwie mit der Grapple-Kanone irgendwann dann langspringen können. Okay. Oh mein Gott, was hat der auch für eine Range mit dem Angriff? Jetzt habe ich schnell genug gespammt. Und ich habe dem einen Arm abgeschlagen. Ach du Kacke. Ich habe dem einfach einen Arm abgeschlagen. Gut gemacht. Was für eine Vorstellung. Komm her, mein Kriegerfreund. So einen Kampf habe ich seit der Meisterschaft nicht mehr gesehen. Wir stehen in deiner Schuld. Was macht ihr hier draußen? Wir haben nach den größten und stärksten Bestien gesucht, die einander bekämpfen und der Sieger kriegt alles. In unserem Holotaktik-Spieltisch natürlich. Holotaktik, aha. Genau, und du hast uns gerade geholfen, Bestiendaten für unser Spiel zu sammeln. Sobald wir einen Ort gefunden haben, um uns niederzulassen, versteht sich? Mein Freund könnte interessiert sein. Er betreibt Pailoons Salon. Ah, er. Der Saloon in Rambler's Reach. Dieses Loch? Ich wusste gar nicht, dass es offen hat. Okay, ich sag dir was. Wir freuen uns sehr, Holotaktik ins Pailoons zu bringen. Das könnte den Laden aufmöbeln. Wir sollten uns beeilen, Talimu. Alles zu seiner Zeit, Beamer. Man sieht sich. Okay, also quasi wieder eine neue Sidequest. Ich bin gespannt, Alter, was das noch alles wird. Alles klar, in der schon mal wäre es nur eine Pause. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich zu Mantis zurückkehren. Ihr findet der Part euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo. Vielleicht merkst du ihn wieder. Ciao.